So, an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen zu unserem Zoom-Gottesdienst heute Abend hier vom ICC. Und ich grüße euch alle im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bitte den Herrn, dass er mir die Salbung schenkt, das, was gesagt werden soll, sozusagen, dass ihr es gut verstehen könnt. Und ich bitte für euch, dass ihr es gut aufnehmen könnt und dass die Saat, die der Herr gesät haben möchte, auf einen fruchtbaren Herzensboden fällt. Amen. Amen. So, Gabi wird heute übersetzen, dann haben wir es nämlich auf Deutsch und Englisch. Soll ich jetzt anfangen? I welcome you all in the name of Father and Holy Spirit and Jesus, and I pray for the anointing. Now that I can say what God will lay on my heart, and that will it come. And to a good ground in your heart, on good, fruitful ground, in Jesus' name. So, ein kleiner Hinweis zu Anfang. Gabi? Ja? Ein kleiner Hinweis zu Anfang. Ja. Okay, also ich werde alle Bibelstellen heute Abend projizieren. Und zwar auf Deutsch und auf Englisch. Die deutschen Verse sind aus der Schlachter 2000 und die englische Übersetzung ist aus der King James 2000. Übersetzung bitte. Gabi, oh, bist du noch da? Ja, sorry. Ich habe nicht mitgekriegt, sorry. Die Bibelstellen, die ich heute Abend benutzen werde, sind auf Deutsch und Englisch und die deutschen sind aus der Schlachter 2000 und die englischen aus der King James 2000. Okay. The word of God I will use this evening is from Schlachter 2000 in German and English from King James. 2000. 2000. So, ich werde heute sprechen vom Hören und Prüfen. Today I will speak about hearing and proving, checking up. Über 6 Prüfsteine, um die Echtheit eines empfangenen Wortes zu prüfen. It is about 6 touchstones to prove the authenticity of a received word. Oder alternativer Titel. Gottes Stimme hören und erkennen, / prüfen. Or to hear the voice of God and to prove and to, yeah, to prove. Dafür stelle ich zu Anfang einige Fragen, aber keine Panik, die werden natürlich auch nachher noch alle beantwortet. Frage 1, redet Gott überhaupt zu uns? So, in the beginning, I will send some questions. First question, does God actually speak to us? Zweite Frage, können wir Gottes Stimme eigentlich hören? Second question, are we able to, can we really hear the voice of God? Nächste, warum redet Gott zu uns? Next question, why does God speak to us? Und die vierte Frage in diesem Abschnitt, warum sollten wir auf das hören, was Gott uns sagt? Kleinen Moment. Da ist sie. And next question, why should we hear about what God has to say to us? For what reason? So, Frage 1, redet Gott überhaupt zu uns? So, first question, does God speak to us? Klare Antwort, ja. Yes, sure. Gott spricht zum Beispiel in Situationen. Und damit ich das jetzt nicht einfach nur so hier stehen lasse, lesen wir einfach gemeinsam Jesaja 30, den Vers 21. Gabi? Yeah, God speaks in certain situations, and to prove, now we will read Isaiah 30, verse 21. Und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir hergeht.
Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zur rechten oder zur linken abbiegen wollt. And your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk you in it, when you turn to the right hand and when you turn to the left. Wir sehen also, das war schon mal eine Stelle, wo ganz klar zu sehen war, Gott redet. You see, this is one verse where you really see God is actually really talking to us. Die nächste Frage ist, können wir Gottes Stimme eigentlich hören? So, next question, are we able to hear the voice of God? Auch hier ist die Antwort natürlich wieder ja. And here's the answer, of course, yes. In diesem Fall gibt es aber ein Aber, ein ganz großes. But in this case, there's a, what is Aber? But. But. A but. There's a big but. Und dafür lesen wir jetzt mal in Johannes 18, Vers 37. Leider ist hier die oberste Zeile in Deutsch abgeschnitten, deshalb lese ich das einfach mal vollständig, ob man es dann nicht ganz sehen kann. Wir sind hier in der Situation. Wir sind hier in der Situation, wo Jesus vor Pontius Pilatus steht und verhört wird. Gabi? Sorry, I cannot read the whole text. That's a problem. Sorry. What did you say? Wir sind hier in der Situation, wo Jesus vor Pontius Pilatus steht und verhört wird. Oh, this is a situation where Jesus standing in front of Pontius Pilatus and they question him. Jetzt kommt der Vers. Da sprach Pilatus zu ihm. So bist du also ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Mm-hmm. Pilate therefore said unto him, are you a king then? Ich kann den ganzen Text nicht lesen. Jesus answered, you say that I am a king? To this end was, was I born, and for this cause came I into the world, and I should, text is nicht da, be witness unto the truth, everyone that is of the truth hears me. My voice. Text is weg, sehe nicht alles. Hier sehen wir jetzt, warum aber. Nämlich, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört seine Stimme. Ah. Here we see why it's a big but. Everybody who is of the truth and in the truth will hear his voice. Und wenn du jetzt sagst, ich höre aber nichts. And when you say, I cannot hear anything. Dann frage ich dich, bist du ein Kind Gottes? Und wenn du mit Ja antwortest, dann bist du aus der Wahrheit, wie die Bibel das nennt. Then I question you, are you a child of God? And if you are a child of God, then you are of the truth, like the Bible says. Und wenn du aus der Wahrheit bist, dann spricht Gott zu dir und du hörst die Stimme. And if you are out of truth, if you are out of God, then you will hear God and God will speak to you. Und wenn du jetzt sagst, ich höre aber trotzdem nichts. But when you say, I cannot hear anything. Dann möchte ich dich einfach nur mal an die Predigt von letzter Woche verweisen, wo wir gehört haben, dass Gebet nicht nur ein Reden mit Gott ist, sondern auch Hören, eine Unterhaltung. Und wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, wie man dann hören kann. Okay. Then I will remind you of the sermon from last week that prayer is not just talking to God, it's also listening and how to listen, how to pray. Just listen to the sermon from last week.
So, die nächste Frage war, warum redet Gott zu uns? Da gibt es natürlich ganz viele Gründe für. Entschuldigung. Next question, why does God speak to us? There's many reasons. Ich habe hier nur mal einen Grund herausgesucht, damit das nicht zu umfangreich wird heute Abend. I just found one reason, so that it's not too much this evening. Dazu lesen wir die Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 7. There we read Acts 15, verse 7. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesem Tag mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. When there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, you know that I... Ich kann es nicht lesen, es ist ein Teil des Textes, ist überdeckt. You can know that I... made choice among that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. Wir sehen also, ein Grund für das Reden Gottes ist, die Heiden sollen die Botschaft hören und zum Glauben kommen. You see, one reason you should hear the word of God is that the heathens should believe in God and become children of God. Andere Gründe sind zum Beispiel auch Wegweisung, haben wir vorhin gelesen, Jesaja 30, 21. Other reasons is to go the right way. Was heißt Wegweisung? Weiß ich jetzt nicht. Ja. Oder auch Korrektur oder zum Trost und so weiter. Also to get a direction and correction and to be comforted. So, nächste Frage. Warum sollen wir hören, was Gott sagt? Next question, why should we hear what God is saying to us? Dazu habe ich zwei Bibelstellen rausgesucht, die sich eigentlich selber erklären. There are found two verses that show the reason. Der erste ist Jeremia 29, Vers 11. Jeremiah 29, verse 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wow. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil. To give you, was kommt dann? Ich kann das Wort nicht lesen. To give you an expected end. The expected end. Wir sehen hier also, Gott will, dass es uns gut geht und dass wir unser Ziel erreichen. You see, God wants that we are fine and that we achieve our goal. Zweite Bibelstelle zu dem Thema ist Jesaja 55, Vers 9. The next one is Isaiah 55, verse 9. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken, meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Amen. For as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Also, kurz gesagt, Gott hat den vollen Durchblick. Er weiß einfach mehr. Genau, God knows much more and he has a full view, clear view, full perspective. So, und warum es besser ist, auf das zu hören, was Gott uns sagt, kommt jetzt als nächstes. Dazu lesen wir Apostelgeschichte 3, Vers 22. Now we read Acts 3, verse 22. The reason why it's much better to hear what God is saying to us. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern.
Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen. Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. For Moses truly said unto the fathers, a prophet shall the Lord your God raise up unto you, brethren, like me. Him shall you hear in all things, whatsoever he shall say unto you. And it shall come to pass that every soul who will not hear the prophet shall be destroyed from among the people. So hier lesen wir, dass wir, wenn wir nicht auf Gott hören, nicht ins Himmelreich eingehen. So here we read, who will not listen to God will not enter into heaven. Das griechische Wort, das hier für hören steht, ist akouo. The Greek word that stands for hearing here is akouo. Akouo. Die Grundbedeutung dieses Wortes ist die Wahrnehmung von Geräuschen mit dem Ohr. And the meaning is to realize noises with the ear. Aber auch jemanden oder etwas anhören oder jemandem zuhören. But also to listen to somebody. Das finden wir zum Beispiel in diesem Zusammenhang in Matthäus 10, Vers 14. This you see in Matthew 10, verse 14. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. And whosoever shall not receive you, not hear your words, when you depart out of that house or city, of the dust of your feet, shake off the dust of your feet. Akouo bedeutet aber auch jemanden verhören, gerichtlich anhören oder ausforschen. Ui, was bedeutet das? Was heißt das Wort? Weiß ich gar nicht jetzt. Wir lesen einfach die Bibelstelle dazu. Das finden wir zum Beispiel in Johannes 7, Vers 51. This we can read in John 7, verse 51. Richtet unser Gesetz einen Menschen? Es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Does our law judge any man before he hears him and knows what he does? So, dann haben wir noch die Apostelgeschichte 22, Vers 9. In diesem Zusammenhang bedeutet akouo durch Hören etwas erfahren, erkennen, kennenlernen oder verstehen. Now we have Acts 22, verse 9. And akouo means also through listening to see something clearly. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. And they that were with me saw indeed the light and were afraid, but they heard not the voice of him who spoke to me. Letzte ganz wichtige Bedeutung ist, auf jemanden hören, ihm gehorchen oder zustimmen. The last meaning is, to hear somebody is to obey the person, to be in one accord with this person. Das finden wir zum Beispiel in Matthäus 17, Vers 5. This we find in Matthew 17, verse 5. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. While he yet spoke, behold, a bright light overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud, which says, This is my beloved Son,
in whom I am well pleased. Hear you him. In diesem Zusammenhang also das gleiche Wort mit mehr Betonung auf gehorchen. Hören wie gehorchen. Genau. Listening and obeying. So, bis hier haben wir also erstmal gesehen, Gott redet. So, till here we saw God is speaking. Weiter haben wir gesehen, dass wir Gottes Stimme hören können. And we also saw that we are able to hear the voice of God. Wir haben darüber gesprochen, warum Gott redet. We also spoke why God is speaking. Und warum wir zuhören sollten, wenn Gott redet. And also why we should listen when God is speaking to us. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der heutigen Predigt. And now we come to the second part of today's sermon. Und dazu lesen wir 1. Thessalonicher 5, die Verse 19 bis 21. Now we read 1. Thessalonians 5, verse 19 to 21. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Quench not the spirit, despise not prophesying, test all things, hold fast that which is good. So, der wichtige Punkt hier, den finden wir in Vers 21. And the important part here is verse 21. For today's sermon. For today's sermon. Natürlich sind alle Punkte wichtig, aber wir konzentrieren uns jetzt eigentlich auf den Vers 21. Und hier die Frage, aber wie sollen wir denn prüfen? Ja, yeah, now here's the question, how should we prove? Dafür gibt es eigentlich Prüfsteine. Der Juwelier oder Goldschmied, der hat einen Prüfstein zum Beispiel. Therefore we have touchstones. Und mit diesem the jewel, the one who has jewelry has a touchstone to prove. Mit diesem Prüfstein kann er die Reinheit oder Echtheit von Gold feststellen oder anderen Edelmetallen. And with this touchstone, he can see if the stone is real. Yeah, if it's a real one. Real gold. Hier habe ich mal ein Bild mitgebracht. So kann ein Prüfstein aussehen. Here I brought you a picture. This is how a touchstone can look like. Auf diesem Prüfstein wird das zu prüfende Stück hin und her gerieben. On this touchstone, the piece you want to prove, you move back and forth. Und an dem Abrieb kann man dann ablesen, wie rein oder wie edel das Metall wirklich ist. Das heißt Abrieb. Ich glaube Scratch, oder? Ja. Scratch. Okay, wir können jetzt natürlich ganz schlecht Gottes Wort nehmen und damit an einem Stein rubbeln. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja, we cannot take the word of God and rub a stone on it. That doesn't work. Sollen wir Gott eigentlich überhaupt in Frage stellen? Should we ask questions about God anyway? Sollen wir natürlich nicht. Aber wenn wir jemand oder etwas, wenn jemand oder etwas eine Prüfung bestanden hat, ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe von euch. Dann ist dieser jemand oder etwas bewährt. Das heißt, die Echtheit ist bestätigt. So, when we checked out somebody, then this one is really truthful and verified. Und Gott fordert uns sogar auf, ihn zu prüfen.
And God really tells us to prove him. Das lesen wir zum Beispiel in Malachi 3, Vers 10. That we can read in Malachi 3, Verse 10. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and test me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven and pour you out blessing, that there shall be not be room enough to receive it. Das hebräische Wort, das hier steht, ist Bachan. The Hebrew word that is here is Bachan. Hebräisch deshalb, weil Maleachi, Altes Testament, Urtext ist natürlich auf Hebräisch. Hebrew, because Malachi is Old Testament, is Hebrew. Und Bachan bedeutet so viel wie prüfen, untersuchen, auch gerichtliche Untersuchung oder etwas zerpflücken. Bachan means to examine something, even like examine before court or to really check up. Ich habe mal einige Prüfsteine für Gottes Wort oder Gottes Reden zusammengetragen. Nummer 1 ist die Bibel. I sorted out some touchstones for you. Number 1 is the Bible, the Word of God. Die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes. The Bible is the written Word of God. Und wir haben hier die einzige wirklich 100% zuverlässige Prüfmethode. And this is the only 100% secure method to prove what we hear. Denn wenn wir in der Bibel etwas haben, vorausgesetzt wir haben eine exakte Übersetzung natürlich. Because when we have something in the Word of God, important is that we have an exact translation. Dann haben wir das schwarz auf weiß, wir können das lesen. Then we have it black and white and we can read it. Da kann uns niemand reinreden oder was anderes erzählen. Nobody can talk us into something or say other things. Weder unser Verstand, noch unsere Gedanken, noch andere Menschen oder der Satan, niemand. Not our thoughts. Or other people, or Satan, nobody can say something else. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir unsere Bibel kennen. And this is why it is so important that we know our Bible. Und eine exakte Übersetzung zu haben, oder auch mehrere Übersetzungen, oder nach dem Urtext nachschauen können. And it's so important to have a very good exact translation, or to have several translations and have the Urword. So, kurz gesagt, ein Wort, das der Bibel widerspricht, ist niemals von Gott. Prüfstein Nummer 1. So, touchstone number 1 is word that says something different than the Bible is niemals, is never from God. Amen. So, Prüfstein 2. Touchstone 2. Die Frucht. The fruit. Das heißt, unsere Prüfung heißt, was kommt dabei raus? Ist das Gehörte gut? Das heißt, positiv oder konstruktiv? So, our method to check up is, what is the fruit? What comes out of it? Is it good or bad? Oder schlecht, das heißt negativ oder destruktiv. Or is it destructive? Was bewirkt das Gesagte? What does it do? What does this word do when we hear it? Dinge, die an unseren Stolz oder an unser Ego gerichtet sind,
kommen garantiert nicht von Gott. And words and things that are directed unto our pride or ego are usually not from God. Und dann lesen wir noch Matthäus 7, Vers 17. Then we read Matthew 7, verse 17. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Even so, every good tree brings forth good fruit, but a corrupt tree brings forth evil fruit. Also, wir merken uns, guter Baum, gute Früchte. Schlechter Baum, schlechte Früchte. So we remember, good tree, good fruit, bad tree, bad fruit. Aber Vorsicht. But be careful. Dass er nicht etwas als schlecht beurteilt, nur weil unser Stolz verletzt wird. Do not examine something as bad just because our pride is hurt. Wir denken dabei auch an das Wort Gottes als zweischneidiges Schwert. We have to think about the word of God as a two-edged sword. Das heißt, es arbeitet in zwei Richtungen. That means it is working in two directions. Das muss nicht immer angenehm sein. That is not always nice or easy. So, Prüfstand Nummer 3. Touchstone number 3. Frag den Häuptling. Ask the chief. Das heißt, was sagt der Leiter dazu? That means what does your leader, what is he saying about it? Und Leiter ist nicht der Big Boss, sondern ein Schutz. And the leader is not Big Boss, but he is a protection for you. So wie Mauern Jerusalems ein Schutz waren für das Volk Israel. Like the walls of Jerusalem were a protection for the Israelites. Der Leiter trägt die Verantwortung vor Gott. The leader has full responsibility before God. Er muss Rechenschaft ablegen und er wird mit dem zehnfachen Maß gemessen. Was heißt Rechenschaft? Accountable. Genau. The leader is accountable and God will judge him 10 times as heavy. Und um das zu prüfen, lesen wir jetzt noch Hebräer 13, Vers 17. Und to prove on this, we read Hebrews 13, Verse 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Obey them that have rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable to you. So, Prüfstein Nummer 4. Touchstone number 4. Der Frieden. Peace. So heißen, wenn zum Beispiel durch jemandes Weissagung Unfrieden entsteht. That means to somebody's prophecy comes up strife. Das habe ich schon erlebt in Gemeinden, in denen eine gemeindefremde Person eine sogenannte Prophetie weitergegeben hat. Die hat nicht nur Unfrieden beschert, die hat die Gemeinde in Uneinigkeit gebracht und zur Spaltung und Zerstörung geführt. That I realized or it happened in other churches with somebody came outside from church bringing some prophecy, but it was negative and it almost destroyed this church. Im Nachhinein weiß man,
Da war was falsch, also nicht von Gott. Now at the end we realize that something was false in this, it was not from God. Hier muss der Maßstab einfach sein, der Friede Gottes in unseren Herzen. So here the standard must be the peace of God in our hearts. Nicht in unserem Verstand. Not in our mind. Dazu lesen wir Philipper 4, Vers 7. Now we read Philippians 4, verse 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, der fünfte Punkt. Point number 5. Das brennende Herz. The burning heart. Dazu lesen wir einen Vers aus Lukas. Hier geht es um die Emmaus-Jünger. Now we read a verse from Luke. It's about Emmaus disciples. Und zwar lesen wir dafür Lukas 24, Vers 32. Then we read Luke 24, verse 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? And they said one to another, did not our hearts burn within us while he talked with us by the way and he opened to us the scriptures? An anderer Stelle nennt die Bibel das, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist. Sie sind eins. In another way, another verse, it says, the Spirit of God gives witness unto our spirit. They are one. Und Jesus hat gesagt, haben wir vorhin schon gelesen, die in der Wahrheit sind, hören meine Stimme. Jesus says, who are in truth will hear my voice. Dann kommen wir jetzt zum sechsten Prüfstein. Now we come to touchstone number 6. Eine Frage der Ehre oder der Jesus-Test. It is a question of honor or the Jesus-Test. Dazu lesen wir 1. Korinther 12, Vers 3. Therefore we read 1. Corinthians 12, verse 3. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Therefore I give you to understand that no man, da fehlt wieder ein Wort, that no man shall say by the Spirit, bitte? That no man speaking by the Spirit. Genau. That no man speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. And that no man can say that Jesus is Lord, but by the Holy Spirit. Das heißt, es kommt auf den Inhalt des Gesagten an. Das Gesagte soll immer zur Ehre Gottes dienen. Amen. That means very important is the content of what is being said. It always has to give God the glory. Ja, das war der sechste Prüfstein. Das sind sicherlich nicht alle Möglichkeiten, aber das sind die sechs Punkte, die mir am wichtigsten waren. This was touchstone number 6. That are maybe not all of the questions, but that was so important for me. Deshalb fasse ich jetzt noch mal kurz zusammen, nämlich die sechs Prüfsteine. So now I tell you again the 6 touchstones. Der erste und wichtigste, weil einzig absolut zuverlässige ist, die Bibel, das geschriebene Wort Gottes. The first touchstone and the most important is the Bible, the written word of God. Nummer 2 ist die Frucht, das heißt, was bewirkt das Gesagte. Number 2 is the fruit, what
what comes out of what is being said. Nummer drei, was sagt der Leiter dazu? Number three, what does my leader say to this? Nummer vier, der Friede. Number four, the peace. Hast du Frieden in deinem Herzen? Do you have peace in your heart? Nummer fünf, das brennende Herz. Number five, the burning heart. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis. The Spirit of God testifies to our spirit. Und Nummer sechs, eine Frage der Ehre oder der Jesus-Test. Number six, a question of honor or the Jesus test. Es kommt auf den Inhalt an. Dient das Gesagte zur Ehre Gottes? Amen. The most important is the content of what is being said. Is it to the honor of God, to the honor of Jesus? Ich denke, mit diesen Punkten können wir schon relativ gut prüfen, ob ein Reden, das wir hören, von Gott kommt oder nicht. I think with all of these touchstones, we can really check up and prove if what we hear, if it's from God or not. Ja, damit bin ich dann für heute auch am Ende. Now I'm coming to the end for today.